Jo Leute, willkommen zum neuen Video. Es ist die Season 5 jetzt in Warzone draußen und in Modern Warfare 2 und wir gucken uns jetzt schnell den Battle Pass gemeinsam an. Ihr kriegt natürlich meine Meinung, ob es sich lohnt oder nicht und lasst gerne ein Abo auf dem anderen Kanal da. Let's go! Es kann losgehen. Neue Map gibt es wahrscheinlich mit Season und wir schauen uns jetzt gemeinsam alles an. Season 5 Zusammenfassung, schauen uns alles an. Also, das war letzter Battle Pass und jetzt sind wir im Season 5 Battle Pass. Ich werde mir wahrscheinlich Black Cell holen, um euch alles zu zeigen. Sag aber immer so, ey, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Skins werden alle am Start sein. Bei Black Cell dann nochmal, ey, cool animiert. Alles in Gold-Schwarz gehalten, wie ihr das gewohnt seid. Da sind wir. Black Cell aktiv. So, schauen wir rein. 20 Token. Ja, man bekommt ja auch was für sein Geld. Ich sage nochmal von vornherein, also ich finde Black Cell ist das einzige, wo sich die 30 Euro für den Content an sich lohnen, anstatt sich im Shop irgendwie einen Skin für 24 Euro zu kaufen. Aber muss jeder selber wissen. Ist halt, wie es ist. Ich würde selber meine Token verwenden. Warum habe ich jetzt eigentlich noch das alte Menü? Wo ist denn das neue Menü jetzt? Ach so, das ist... Wo ist denn das neue Menü hin? Ah, da ist es. So, erstmal ein neues Menü am Start. Runter in Warzone rein. Wieder Auferstehung und alte Spiele hier unten. Na, schon cool gemacht, die neue Geschichte. Was kriege ich jetzt, wenn ich hierauf klicke? Neues Season 5 Logo, aber ich würde jetzt sehr gerne mal in den Battle Pass mit euch reinschauen. Ah ja, jetzt funktioniert's. Okay. Habe ich jetzt... Ah ja, 20 Token bekommen. Da oben stand zwar ein Fehler, aber ich habe, glaube ich, jetzt alles, oder? Wir gucken mal jetzt einfach Step by Step rein, was Neues. Erstmal der liebe Arthur. Black Cell Skin. Ich glaube, das ist Black Cell Only, ne? Gibt es halt Cod Points, hier diesen, das kannst du an deine Waffe packen, hast dann deinen Buddy dabei. Kann man sich die Waffenskins noch genauer angucken? Yes. Lädt gerade noch ein bisschen rein. Oder ist das so gemacht? So, ach, so durchsichtig, ne? Caliburn Profi, Tag 56. Könnte auch sein, dass die ordentlich reingeht. Und halt natürlich der Skin. Rüsten wir uns mal direkt aus, den Arthur. Ja, sieht schon cool aus, ne? Ach du Heilige, der hat ja auch wieder so Animationen. Aber diesmal nicht an den Händen. Den kann man aber nicht anders sich angucken, oder? Der ist immer so. Nur halt die anderen Skins, die es hier zwischendrin gibt, die gibt es dann bei Black Cell nochmal in Gold und so. Dann gibt es hier unser neues Fahrzeug. Wie heißt das nochmal? M-Rap. Und umschalten. Wir gucken mal die normalen erstmal an. Normal sieht der Skin so aus. Gibt es halt für 50.000 am Shop zu kaufen in Almazra, Duos, Trios, Quads. So. Was gibt's hier noch? Das ist die neue Waffe. Jeder kann sie sich aber auch freischalten. Und das ist ein geiler Skin. Finde ich. Wie sieht denn die Blanco aus? Warte mal, die... Da ist die Sniper, die neue. Wo ist die hier? Okay, man muss quasi, wenn man hier oben startet, 15 Punkte wieder. Also 15 Stufen. Und dann hat man die FR Avenza. Unsere neue FFAR Farmers. Hoffentlich ist die nice. Ironside sieht hier ziemlich cool aus. Mal gucken, ob die Ingame auch cool ist. Forscher-Animation, gibt es da noch mehr zu sehen oder funktioniert es jetzt? Doch, es funktioniert. Bin ja gespannt, ob sie was kann. Genau, dieses gepanzerte Fahrzeug kann man sich im Battle Royale kaufen, ist aber für Ranked und Solos gesperrt. Und mal gucken, wie OP das ist. So, gab es hier noch mehr? Ne, Battle Pass, einmal ein bisschen durchgeskippt, also... Interessieren tun uns ja meistens eigentlich die normalen Skins hier. Die Black Cell sind alle animiert und die normalen... Ah, guck mal. Den Skin wird man wahrscheinlich relativ oft sehen, weil der sehr dunkel ist und halt aber auch noch nice Skins so hat. Und es gibt einen Vollstrecker neben der Shotgun. Schädel. Was? Schädelbasisbruch. Dass man sich die aber auch hier nicht angucken kann. Was genau... sein Gesicht aber auch hier, ne? Aber was genau da passiert, ne? So. Hier oben, der Hammer noch. Was ist das? Waffensticker, okay. Dann gibt es hier noch einen Skin. Lädt gerade rein. Boah, ist also der Ghost-Skin schon heftig. Wie sieht der normale aus? Passt eigentlich zu Almazra, ne? Der Ghost-Operator-Skin, der Turm. Kann man auch machen. Also Battle Pass-technisch bisher ganz cool. Und Alejandro als Sniper-Skin. Der Springer ohne Maske. Ich fasse es ja nicht. Okay, der wird auch ausgefragt. Also den hole ich mir auf jeden Fall auch. Oder schalte mir den relativ schnell frei. Dann Sakin MG-Skin. Okay. Eigentlich könnte man auch, kann man irgendwie schneller durch alle durchgehen. Ah, ich glaube, so ist schon am besten, ne? So, hier nochmal eine
SPX80-Variante. Orange. Ist okay. So, SPX-Skin, sehr, sehr nice. Ist halt alles so ein bisschen sehr knallig gehalten bisher. Und die neue Sniper, Karak 30, 300. Full Auto, Semi-Auto, ich glaube Semi-Auto ist die. Gucken wir nochmal kurz so an. Ist schon massiv, ne? Erinnert mich aber auch an ältere Sniper, die man so kennt aus alten CODs. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Hier SPX, dann haben wir hier noch einen Price-Skin. Ja, nimmt man mit. Mit der LARP 330. Ja, die Skins an sich so sehr nice, aber die LARP spielt man halt irgendwie gar nicht, ne? Es sei denn, die wäre mal so gut wie die SPX. So, hier waren wir noch nicht. Icarus-Skin. Ist alles sehr viel orange und so, ne? Dann der Läufer Black Cell Alex-Skin. Umschalten. Das ist der, den jeder mit Battle Pass sich freischalten kann. Das ist wieder dann nur so für die Black Cell-Inhaber. Also blau fühle ich schon mehr als so. Der letzte Skin war ja übel nervig, dass an den Armen so alles geflattert hat, ne? So. Hier, oh, Task Force. One for one in Kürze. Also das kommt dann mit dem Event oder so, ne? Was man dann freischalten kann noch. Dann hier Königsjäger. Black Cell M4 Skin. Ah, okay, das ist schon sehr nice gemacht, ne? Die wissen halt schon, wie man halt den Money Glitch macht mit den Mikrotransaktionen. Der ist schon cool. Vor allem M4 an sich, so für Solos und vielleicht sogar Duo-Trio, ist schon eine geile Waffe. Oha, aber der normale Black Cell Skin, der normale Battle Pass Skin sieht auch gut aus, so. Ist ja eine Platin-Tarnung im Prinzip for free. Weiß nicht, ob euch die ganzen Waffensachen hier unten noch interessieren, die Embleme und so. Das können sie, oh ja, jetzt bin ich rausgeflogen. Das ist halt das, also wird das Spiel... Also es heißt ja auch, der Slide soll jetzt wieder geiler sein und Movement ein bisschen, aber solange das Spiel halt nicht 100% das ist, was es sein könnte, payen natürlich auch nicht so viele Leute rein. So, dann, unser Geländemotorrad ist neu. Und, das ist das Normale vom Skin. MP7-Variante, auch wieder orange. Also ich muss sagen, bisher, im Vergleich zu den letzten Battle Passes, würde ich sagen, so meine Meinung bisher eigentlich eher positiv als negativ. Klar muss man, sag ich mal, die 30 Euro für den Black Cell nicht ausgeben und hat trotzdem auch geile Skins, so ist nicht. Man bekommt halt nur nochmal extra Sachen on top, aber ich würde fast sagen, auch ohne Black Cell hat man schon so einen Mix aus viel farbigen Tarnung, aber auch so Platin, ein bisschen blau gehalten. Das ist ja die neue Sniper hier. Also an sich, es ist cooler als die letzten Seasons. Ob es sich jetzt super krass lohnt, da auch nochmal die 30 Euro auszugeben, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ne? Aber okay, allein der Rose-Skin hier mit der weißen Maske im normalen Battle Pass sieht sehr special aus. Also den finde ich auch cool. Also skin-technisch bisher bin ich ziemlich überzeugt. Waffenskins ist so lala, ist einmal so, einmal ganz cool, einmal dann auch wieder nicht so nice. Ist halt Geschmackssache einfach, ne? P890 hier noch. Hier auch in Kürze, das ist halt dann noch das Event, ob man Task Force oder Shadow Company, je nachdem, worauf man geht, wahrscheinlich dann freischalten kann mit extra Tarnung und sowas. Das kommt, glaube ich, noch. ISO 45, wahrscheinlich neue Meta-MP. Oh, kann ich mir gerade gar nicht angucken. Oder doch? Lädt wahrscheinlich kurz rein. Yes. Soll halt... Ist übel dunkel gehalten, ne? Oh, aber auch nett. Also insgesamt bin ich schon relativ zufrieden. So, hier Kürbiskopf oder was? Valeria, hä? Das Gesicht sieht viel zu groß aus. Was haben die da denn gemacht? Was haben die da denn gemacht? Hä? Das sieht ja ganz komisch aus. Skin, die Dame. Was ist hier passiert? Aber Waffenskin dafür cool, für die Tempos. Der ist ganz nice. So. Shadow Company. Ah, da sieht man schon, guck mal. Nicer Skin, gefällt mir. Wir gucken halt gerade einfach mal so entspannt ein bisschen alles an. Tarnung für die Events kann man, glaube ich, noch nicht sehen, ne? Aber was haben die mit der denn gemacht, hä? Haben wir irgendwas vergessen? Level 100. Shadow 01 Black Cell. So, dann aber erstmal den normalen. Okay, ist halt OG, sieht halt cool aus. Aber halt nicht so was Besonderes, aber für jeden, der halt keinen Bock hat, sich die dunklen Skins zu kaufen, kriegst du jetzt halt einen Skin for free. So, der absolut dunkel ist.
Und hier nochmal Black Sail. Ich wollte gerade Ozzy sagen. Was heißt es, ne? So, dann mit der roten Maske nochmal anschauen. Das sieht schon krass aus. Also man kriegt dieses Mal schon ordentlich Content, finde ich. Nochmal die... Oh. Die FR Avancer. Rhythm is a Dancer. Und ich sag mal so, die ist geil. Die will ich haben. Jetzt zeigen wir nochmal Animation. Meinung? Meinung zum Battle Pass von euch auch bitte einmal in die Kommentare. Ist sogar animiert, ne? Bisschen reaktiv. Also grundsätzlich bin ich schon erstmal relativ angetan. Plus, dass man ja auch eigentlich sich immer mit den COD Points von den letzten Seasons holen kann. Ich glaube, wir sind durch. Und damit ist das Video auch beendet. Schreibt mir gerne eure Meinung rein. Und lasst gerne natürlich auf dem Uncut-Kanal ein Abo da. An sich, coole Season. Was den Battle Pass angeht, so würde ich sagen 7 von 10. Bisschen besser als die letzten Seasons, aber so an sich muss halt jeder selber wissen, ob er jetzt nicht noch die extra Sachen mit dem Black Sail kauft. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und die nächsten Tage kommen natürlich dann auch Videos zu den Waffen. Checkt gerne den Hauptkanal ab, da gibt es natürlich auch nochmal ein Gameplay-Video zur Season. Und ansonsten macht's gut, Leute. Hier kommt zum letzten Video. Checkt gerne die Beschreibung aus, bin ja auch täglich live. Haut rein und bis zum nächsten Mal.